Ich dislike alle deine Videos. Und ich schreibe Hater-Kommentare. Wirklich, das wäre Feierabend für mich gewesen. Oh nein! Ich hasse dich, Rami. Du bist ein dummes Nashorn. Oh, lol. Oh Gott, Alter. Oh nein, 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 ich habe mich im Ohr gekratzt. Ja, aber die Plattform, die jetzt in der Lava versenkt, die sind auch ohne Eisen. Jetzt bin ich tot. Ihr seht die Problematik. Speedet auf mich los. Jetzt ist halt ultra schnell. Aber wir haben ihn getroffen. Und wir haben ihn nochmal getroffen. Triff ihn bitte nochmal, bitte. Bitte! Das sind... Es sind diese Momente, in denen dein Skill hier oben ist. Ich habe ihn zum verkackten Meteoriten zum Mond geschossen. Ich bin einfach mit Abstand der beste Donkey Kong Country Tropical Freeze Spieler in Uganda. Und jetzt vergleich das bitte mal mit meinen Reaktionen aus meinem ersten Durchlauf von diesem Game. Ich bin geraged des Todes. Aber gut. Oh, scheiße! Scheiße! Ah! Mann, da dreht man durch bei diesem Boss. Die Stachelspelunke. Und da bin ich einfach mal direkt auf den Stacheln gelandet. Alter, was? Okay, Moment mal. Ich bin einfach mal... Okay. Das wird auf jeden Fall nicht der Final Try. Wie gehen wir hier am besten vor? Alter, wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich bringe mich jetzt hier um. Ich habe das Puzzleteil. Und jetzt konzentrieren wir uns drauf. Das war super bad. Das war richtig schlecht. Aber jetzt machen wir das Ganze. Oh, Scheiße. Lol, Alter, das ist ganz schön übel. Okay, wir sind wieder hier. Ich habe meinen Begleit... Alter, was geht ab? Das ist ganz schön schwierig. Und ich bin gerade mal beim ersten Puzzleteil. Ja, ne? Und da komme ich jetzt nicht mal hoch. Und jetzt bin ich tot. Okay. Jetzt bin ich tot. Ich bin so blöd, die Eulen zu treffen. Ich habe so Angst, dass ich alles einsammeln muss. Ich habe so Angst. Ich will es einfach schaffen. Oh, jetzt wird's lächerlich. Alles klar. Ja. Ja, wahrscheinlich. Da wird es sie gewesen. Da wird es sie. Das Spiel ist so grausam. Und der Sturm hat aufgehört. Der Sturm hat deswegen tatsächlich aufgehört. Und wir sehen endlich mal was. Und genau dann fallen wir in den Abgrund. Was? Was? Egal. Dementsprechend machen wir jetzt hier weiter. Da vorne ist das Haus von ihm. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Halt doch die Fresse. Halt doch's Maul. Gott verdammt, was ist das? Ich habe ein ganz böses Gefühl. Okay. Ich habe nicht das Puzzleteil. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen. Oh, hier hätte ich einen Rollsprung machen müssen. Das wusste ich nicht. Es geht schon los. So, hier einen Rollsprung machen. Dann müssen wir hier nach oben. Ich wollte nochmal zurück, weil ich nicht alle Bananen hatte und ich dachte, ich krieg für alle Bananen einen Bonus, aber ich krieg nicht für alle Bananen einen Bonus. Das ist ärgerlich. Banane, Banane, Banane. Banane, Banane, Banane. Banane, Banane. 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 Papaya. Spendensound aus dem Stream, falls es jemand nicht kennt.
Wenn es jemand nicht kennt, denkt er, ich bin der größte Trottel, den es auf diesem Planeten gibt. Oh, hui! Muss ich doch safe alle Bananen einsammeln. Okay, immerhin weiß ich, dass es da ist. Leider kann man sich mit diesem Teil nur einmal schleudern, springt man ein zweites Mal rein. Verschwinden sie und man fällt in die Tiefen der Rotoren. Oh Gott. Dass man runterfällt. Und dann ist Feierabend. Ach Gott. Wo findet man das denn schon? Sehr weird. So, zack. Nein, das ist zu hoch. Da komme ich nicht hoch, ne? Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move, bitch. Get out the way. Ja, und jetzt? Ich raste mich. Ich krieg das. Wisst ihr jetzt, warum ich diese Insignie nicht mag? Wisst ihr es jetzt? Das ist so traurig. Fuck. Und dann sie an all diesen Kataquacks vorbeizubringen, ohne dass sie kaputt geht. Und das ist wirklich, das ist... What? So, da hat sich mal eben mein kompletter PC verabschiedet. What the fuck? Oh ja, ja, guck, wie der Kopf wackelt. Wunderschön, herrlich, dieser Spiegel. Diesen Spiegel bekommst du nicht. Madame, ich hab dir wieder auf die Beine geholfen. Und von hier verabschiede ich mich, Freunde, direkt vor der Villa der beiden Yetis, in der nun alles wieder seinen normalen Gang gehen kann. Ich hoffe, der heutige Part hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi. Yeah, 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 yeah. Er ist der DJ aus den Bergen. Und er rockt das Haus und die Leute flippen aus. Er ist der DJ aus den Bergen. Und er rockt das Haus und die Leute flippen aus. La. La 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 la